Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in Howie 4. Die Deutschen sind bei uns durchgebrochen, allerdings nur so ein bisschen. Der Russe versucht es gerade alles ein bisschen zu micron. Währenddessen schauen wir uns mal an, was der Gegner denn so für Einheiten hat. Die sind nämlich echt ordentlich. Aber wir schauen wie sich das Ganze entwickelt. Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus und dann kommt zwischendurch eine unfassbar relevante Friedenskonferenz zwischen Japan und Bhutan. Gut, dass wir die nicht verpassen. Es wäre ja wirklich tragisch. Und hallo, Mr. Kladon. Langes her auf jeden Fall. War jetzt, glaube ich, eine Weile nicht mehr da. Bin empört von den Japanern, was die da machen. Was haben sie denn gemacht? Bhutan annektiert. Ja, ich finde, wir sollten da einmarschieren. Ach ja, ein Panzer ist zurückgedrängt. Bhutan war doch das Land, das kein BIP misst, sondern die Glücklichkeit seiner Bevölkerung. Ja. Genau. Das ist auch tatsächlich ein Punkt in der Volkswirtschaftslehre, dass man da regelmäßig vom Nutzen spricht, anstatt von keine Ahnung, Wohlstand oder BIP oder sonst irgendwas, weil es tatsächlich nicht einheitlich geklärt ist, was denn jetzt wirklich die Bevölkerung so glücklich stimmt. Und deswegen geht Bhutan einfach ganz, ja, einfach nur hin und sagt, füllt mal einen Fragebogen aus, wie glücklich ihr seid. Kann man natürlich auch machen, warum nicht? Irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht von meiner Flak. Ich habe da 15 Flak, aber ich sehe nicht, dass sie irgendwas bringen. Aber ja, das ist nur noch ein Panzer in dem Ding drin. Ich wünschte, es gäbe so ein... Oh ja, ich bin sogar eins vorgerückt, was ich gar nicht wollte. Ich wünschte, es gäbe so einen Knopf, dauerhaft diese Provinz angreifen oder niemals zurück. Oder immer weit angreifen. Was ist denn, wenn wir den Krieg gegen Deutschland gewonnen haben? Uff, soweit würde ich noch nicht gehen. Achtung übrigens, du greifst hier an und deswegen bricht da gleich deine Front. Danke für die Info. Ja, genau, so geht's auch. Das ist halt immer der Punkt, so eine Front ist sehr leicht zu halten eigentlich, aber in dem Moment, in dem man angreift, passiert es halt, dass dann auf einmal die eigenen Truppen keine Orga mehr haben. Wenn der Gegner dann angreift, wird es schwierig. Ja, es kann sein, dass er da durchbricht, aber das ist nicht ganz so schlimm. Ich muss die Panzer da oben irgendwie auskriegen. Das ist sehr schlimm, dass sie da oben durch sind. Ach, ich dachte, es wird heute noch mega entspannt. Ich kann noch meine Templates ein bisschen anpassen und jetzt bin ich in so einem scheiß Krieg hier drin. Ach, weiß. Okay, Tim ist raus. Das ist aber nicht schlimm. Ihr Panzer. Genau, die Truppen kommen ja schon wieder zurück. Sie werden auf keinen Fall durchkommen, so einfach. Ja. So, das Problem ist, ich habe mal keine Luft überlegen hat. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sich Flak äußert. Die schießen eigentlich Jäger ab. Okay. Eigentlich irgendwie tun sie es bei mir gerade nicht. Ich will die Alliierten noch mehr anpumpen, aber ich muss erstmal die Leute da irgendwie rauskriegen. Ich hatte schon mal zu einem Zeitpunkt nur noch einen einzigen Panzer drin. Aber die sind leider wieder reinforced. Sind da drin, ja. Da greift es nur noch die Infanterie an. Ja, ist auch immer ein bisschen ärgerlich, wenn dann die eigene Infanterie nur kämpft und man eigentlich die Panzer haben will. Ja, ja. Perfekt, nämlich wieder zurück. Da war gerade auch eine Einheit, die hat einen Reinforce-Wert von 12,3 gehabt, zum Beispiel. Also, das kann man schon ziemlich hochbringen. Panzerbrecher rein, dann die Panzer, dann die Infanterie. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwo in der Weltgeschichte rumgucke und am Ende vom Tag. Ich habe auch Angst. Dass die irgendwo einmarschieren oder so und du siehst das nicht. Ja, Achtung, die haben auf jeden Fall Truppen an der finnischen Grenze, aber ich glaube nicht, dass die da einmarschieren werden. Ja, ich habe die da oben an dem Port, ich weiß nicht, ob du das siehst, gestellt und würde halt wenn den halten. Okay. Ah, okay, ich sehe es. Weil das halt eine Mountain-Provinz ist, eine Einer-Provinz, das sollte eigentlich... Oh, jetzt ja. Stellt Simon die richtigen Fragen. Ich habe die Provinz zurückerobert. Okay. Wie sollten wir denn die gegen Deutschland gewinnen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir halten jetzt aus und hoffen, dass der Deutsche sehr viele Truppen verliert bei den Angriffen und dann müssen halt irgendwann die Alliierten aushelfen. Okay, Hulk, wir haben ein Problem. Ja? Wie es aussieht, haben Shanks und Black Ghost die Namen getauscht und wird das unter dem Namen Black Ghost als Deutschland und ist deswegen anscheinend auch so erfolgreich. Hey, Shanks? Hat er tatsächlich. Wann haben sie das denn gemacht? Ja, ich sehe es gerade. Schon die ganze Runde oder habe ich gerade Shanks rausgehauen? Schon die ganze Runde.
Okay. Sonst also hätte ich Shanks jetzt richtig fertig gemacht, wenn er das vermasselt hätte gerade. Ja, ja, Shanks ist Deutschland. Okay. Ja, ich finde das nicht so schön. Ja, deswegen wäre es gut, wenn du ihn kicken könntest und dann übernimmt der Pole oder der Rumäne Deutschland. Dann müsste aber dann die KI denyen und dann mal kurz nicht okay, so also Black Ghost kicken, oder wie? Ja. So, Entschuldigung für den kurzen Cut, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat der Deutsche und der Italiener, die haben ihre Namen geändert und deswegen war das ein bisschen unbalanced, weil der eine war halt wesentlich besser als der andere und damit haben wir dann eben ein bisschen Balancing-Probleme gehabt und haben die beiden jetzt natürlich dafür gekickt. Und weil wir Deutschland und Italien natürlich nicht unbesetzt lassen können, sind jetzt ein paar Leute ein bisschen durchrotiert, also Rumänien ist jetzt unbesetzt, dafür ist Deutschland wieder besetzt. Und das heißt für uns natürlich, dass es signifikant leichter wird, weil der Deutschlandspieler eben sehr, sehr gut war und Daniel deswegen ziemlich ins Schwitzen gebracht hat, aber jetzt sollte es dann quasi wieder bergauf gehen. Genau, nur noch. Ja? Mach du ruhig. Ja, ich wollte noch ganz kurz politisch, was wir gerade eben diskutiert haben, genau, Tim, du hast ja schon gehört, im Livestream, während ich jetzt allerdings das Ganze abgekattet habe. Es ging nur darum, ob die Corona-Maßnahmen meiner Meinung nach rechtsstaatlich wären und meine Argumentation war dann, wie die von Offiziellen eben auch, dass der große Unterschied ist, wenn du eben in einer Diktatur lebst und darfst nie wieder das Haus verlassen, weil du halt Regimegegner bist, dann ist das halt natürlich problematisch. Da könnte man jetzt sagen, gut, aber wenn ich gegen Corona bin, werde ich auch eingesperrt gegen meinen Willen. Aber der große Unterschied ist, dass das Gesamte halt begrenzt ist und zwar so lange begrenzt, solange das Parlament eine sogenannte pandemische Lage feststellt. Und das hat das Parlament eben jetzt erstmal so für ein Jahr gemacht, war es, glaube ich. Aber sobald eben diese pandemische Lage nicht mehr gegeben ist, gelten auch diese gesamten Corona-Maßnahmen logischerweise nicht mehr. Das bedeutet, die Macht, also diese gesamten Einschränkungen gehen ja vom Volk aus und zwar in Form des Parlaments. Wenn das Parlament nicht sagt, wir haben eine pandemische Lage, kann die Regierung auch nichts machen. Deswegen ist es durchaus noch demokratisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Corona-Gesetz wohl nicht zeitlich begrenzt wäre. Stimmt das oder weißt du das? Ja, ja, aktuell jein. Es ist halt auf die... Also die pandemische Lage ist halt zeitlich begrenzt. Solange keine die pandemische Lage ist halt die Grundlage für alles. Aber tatsächlich war einer der großen Kritikpunkte, dass man per Gesetz die ganzen Maßnahmen nicht mit einem Enddatum versehen muss. Aber ich meine zu behaupten, mit der jetzigen Änderung vom Infektionsschutzgesetz haben sie das angepasst. Weil da wurde sich darüber lustig gemacht, dass das wohl schlechter geschrieben wäre als das Ermächtigungsgesetz für Hitler, weil das war auf 4 Jahre begrenzt oder so. Mhm. Ich glaube, wie erwähnt, es braucht deswegen nicht unbedingt ein Ende. Also von wegen, ja, wir enden jetzt in 4 Jahren, weil wer weiß denn, wann Corona vorbei ist. Ist Corona im Juni vorbei, nächsten Jahres? Ist Corona im September 2022 vorbei? Also wird es wahrscheinlich an die pandemische Lage gekoppelt sein, die ja immer mal wieder vom Parlament beschlossen werden muss. Und das sind ja auch komplett andere Umstände. Man hat ja bei unserer Regierung nicht die Gefahr, dass sie auf einmal... Also ich glaube nicht, dass Merkel noch zum Diktator werden will. Die hat jetzt echt lang genug gemacht, die hat keinen Bock mehr. Ich will auch immer in Ruhe. Vielleicht ist die Merkel ja auch nur eine Marionette. Das stimmt. Von Putin oder wem oder von den Illuminaten. Oh ja. Von Echsenmenschen. Das ist ja eh interessant, wenn du mit Leuten diskutierst, die so Verschwörungstheorien anhängen. Früher oder später gehen die wirklich davon aus, dass es die Illuminati oder sonst was gibt, was die Geschicke aller Menschen lenkt, weil anders kannst du den ganzen Bullshit, den die halt immer verzapfen, gar nicht argumentieren. Warum sollte das jemand tun? Und da denke ich mir, wenn jemand so viel Macht hätte, wieso macht es da nicht geschickter? Wieso kann ich hier sitzen und darüber lesen, dass es diese Weltverschwörung gibt. Ich meine, würde weil es du ja wirklich auch dabei diese, bist, du bist genau, auch ein nächster Mensch. Würde es diese Weltverschwörung wirklich geben, dann würde sie alles unternehmen, um sämtliche Informationen darüber zu unterbinden. Aber gut, danke Nico fürs Abonnieren auf jeden Fall und ich bin gerade aus Versehen in Rumänien gelandet. Oh, ich wollte das gar nicht. Komm mal mit dann. Soll ich deine Truppen da reinschicken oder hast du Truppen, die du da reinschicken kannst, die relativ gut sind oder? Ja, die Truppen, die da landen, sind schon ziemlich gut. Wir sollten ja noch, dann schicke ich noch ein bisschen mehr rein danach. Ja, ich glaube nur, dass ich da jetzt nicht durchbreche. Ich lande jetzt auch gleich. Wunderbar. Du kannst Angriff erzwingen machen. Bringt schon mal einiges. Ich habe nicht genügend Befehlsmacht. Ich führe nicht so viel Krieg. Ich habe auch keinen mehr. Ich habe dauerhaft eben letzter Stand. Sollst du es nur hoffen, da seht ihr hier, die Kavallerie hat nur 2% Chance reinzukommen. So, und die Zeit war jetzt quasi so zu wenig. Ja, du könntest auch deine 50 Jäger über den Ostbalkan schicken, dann haben wir da einen kleinen Angriff. Stimmt.
Nee, Palla hat kapituliert, es wird immer tragischer hier. Oh ja, genau, Paul Mebert hat noch gemeint, dass er die Annegret-Kramp-Karrenbauer für inkompetent hält und alles, was mit Verteidigung zu tun hat. Das Problem ist ja bei der Bundeswehr, muss man immer sagen, dass es ja ein bisschen politisch gewollt war, die kaputt zu sparen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig dann. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass wenn man bei der Bundeswehr irgendwelche Anträge macht oder sowas, dauern die manchmal mehrere bis 8 Jahre oder sowas. Und da kannst du halt nicht als Verteidigungsminister oder sowas, der 4 Jahre oder so im Amt ist. Ja, eben da jetzt alles ändern. Da kannst du ja nicht viel machen, das ist halt ein Grundproblem. Ja, man muss ja auch immer dazu sagen, wenn dann halt kommt, dass alle unsere Panzer nicht fahren und alle unsere Flugzeuge nicht fliegen und so weiter. Ja, aber ich bin mir absolut sicher, wenn der Kriegsfall ausbricht, dann fliegen die trotzdem. Also sie fliegen halt oftmals wegen gewissen Sicherheitsbedenken und so weiter nicht. Aber das heißt nicht, dass die nicht tatsächlich physisch von ihren physikalischen Eigenschaften abheben können. Die Genehmigung wird wahrscheinlich noch nicht erteilt. Und wenn dann eben andere Länder kommen, dann weiß ich noch, ich hatte ja einer meinen Kommentaren geschrieben, wie krass der Iran wäre und denen ihre Flugzeuge fliegen wenigstens. Ich sag mal, das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen für unsere Demokratie, wenn unsere Regierung selber zugibt, hey, guck mal, unser Militär ist kacke. Weil das würde eine Diktatur auf jeden Fall schon mal nicht machen. So, ich bin noch nie richtig erfolgreich irgendwo gelandet, tatsächlich. Wie sieht's denn aus bei der Landung? Oh, ist bei einem schon gelandet? Na, sieht gut aus. Ich weiß, mit dem anderen aber noch nicht. Oh, meine Panzer sind leider noch nicht da, blöd. Der 20, das sind 20 ungarische Divisionen, alles klar. Ja, vielleicht sollten wir uns da wieder zurückziehen, ich weiß gerade nicht. Natürlich wieder zu viele Truppen drin. Ne, Truppen, das ist noch alles gut, aber die haben halt so viele Truppen da außen rum, da kommen wir mit Infanterie nicht durch. Ja, ich habe mir halt einen Brückenkopf gesichert. Ah, fuck, die haben da jetzt echt zu viel. Könnte richtig mit Panzern reingehen, aber ich habe dafür leider nicht so viel Panzer zum... Ja, alles gut. Ich muss nämlich überall mit meinen Panzern hin. Auf der anderen Seite des Flusses stehen, wo die deutschen Panzer stehen. Sind wir jetzt nur in einem Ort gelandet, oder? Ja, ich glaube. Wo sind denn... Hä? Ich glaube, ich habe einen... Ah, wir greifen da an mit von ein paar Seiten, sehe ich gerade. Ja, ich habe damit noch meine Landung, aber ich... Ja, ja. Du siehst den einen Angriff, den die auf uns machen, das sieht nicht gut aus. Ja. Ich bleib mal stehen, dass wir hier Verteidigungswerte hochkriegen. Ja, ich würde sagen, wir ziehen uns da langsam zurück, oder? Ah, die haben wesentlich mehr Luftwaffe, also ich breche das auch mal ab. Aber ist gut, dann haben sie Luftwaffe von meiner Front abgeschickt. So, wann seid ihr denn da? Wir müssen noch 15 Stunden halten, dann kann ich meine Truppen da rausziehen. Alter, wie viele Truppen haben die denn da dran, ey? Gut, bist du da auch bereit, deine Truppen da rauszuziehen, Heiko? Ja, Moment, ich muss hier erstmal kurz die gesamte. So. Dass ich noch mehr reinschick. Ja, einfach nur rechtsklick auf den Hafen, oder? Genau, sag, wenn du es machst. 3. 1, 2, 3. Aber war ich nicht erfolgreich, aber wenigstens habe ich nichts verloren. Ja, aber war immerhin hauptsächlich mal was passiert. Wie viel hat Rumänien verloren? 0? Ja, das waren ja... Ah, der deutsch-amerikanische Krieg, Moment. Ach, oh Gott. Ich da waren auch, glaube ich, keine Rumänen, die da gekämpft haben. Na, hier Rumänien, die haben 6000 Mann verloren. 2000 davon an mich, yay. Soll ich eigentlich mal in Iran, Irak und so hinzuziehen oder soll ich es lassen? Also Iran nicht, Irak kannst du gerne machen. Weil Irak ist halt ja, nur, oder? Ja, genau. Iran ist halt nur eine potenzielle... Stelle, wo sie landen können. Ich weiß zwar nicht, wie sie da landen wollen, aber es bringt ja auch nichts, den reinzurufen. Ja, stimmt. Du kannst halt die Truppen von ihm beschlagnahmen und die dann trotzdem benutzen. Mhm, stimmt, stimmt. Aber gut, dann hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Hallo Moskitobrot. Hallo Beot Schnabel.
So. Ist natürlich die Frage, ob wir uns irgendwie überlegen wollen, wir beim Deutschen wieder durchzubrechen. Meinst du jetzt an der großen Front oder wie? Ja, weil eine Landung werden sie nicht nochmal, also wird nicht nochmal funktionieren. Ja, ich baue mich halt gerade noch ein bisschen auf wieder. Ich oben noch meine Forts operieren. Danach können wir eigentlich mal gucken, wo wir das machen können. Gut, ich habe halt auch nur eine Stabilität von 14. Das ist so traurig. Finden wir denn hier in der Nähe? Leute feiern den Kommunismus, das ist ja sehr schön. Wieder Widerstand in besetzten Gebieten, mir fehlt Gummi, geringe Mannstärke, ja, ich habe hier zu wenig. Bin mal gespannt, wie viel ich eigentlich schon verloren habe. Manpower, ja, ich verliere richtig viel Manpower wegen der Besatzung. Naja. Eigentlich habe ich dir ja 1 Million Mann geschickt, um für die Besatzung. Ah, stimmt. Ja, ich verliere halt jedes Jahr so 100.000. Ja, okay. Aber das heißt, es hält nur eine Weile. Wieso? Achso, die greifen da wieder an. Ich bin schon gewundert. Genau, die kommen da nicht durch, so wie es ausschaut. Zu niedrige Orga. Was ist rexistisches Belgien? In Afrika, der Kongo. Ach, die führen einen Afrika-Krieg. Okay, ja. Okay. Reichskommissariat Niederlande. Wahrscheinlich Luxemburg inzwischen. Kein Bündnis und demokratisch. Okay. So, ich habe auch mal wieder ein bisschen Militärerfahrung natürlich. Mal schauen. Da meine Panzerdivision ich doch mal umbenennen könnte. Hier 12 km/h. Ich kann mir da irgendwas inzwischen mal reinpacken. Pioniere macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Soft-Attack ein bisschen. Durchbruch auch. Ach, wobei, ist gar nicht so schlecht. Ich bin nur für eine Einheit. So. Heiko, du lebst. Ja, Statistiken. Was sagst du zur Entwicklung der Menschen auf der Erde? 7 Milliarden Menschen. Waren es nicht 7,8 inzwischen oder so? Da habe ich ja ganz. Da gibt es ja mal von dem Club of Rome diese eher dystopische Hochrechnung, dass wir halt irgendwann mal nur noch. Dass wir irgendwie, keine Ahnung, 12 Milliarden Menschen oder so sind. Und uns gegenseitig essen müssen, um zu überleben, so ungefähr. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass man 8 Milliarden Menschen oder wahrscheinlich auch 10 Milliarden Menschen oder sowas ernähren kann. Das ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja alle mal in der Schule gelernt, umso fortschrittlicher ein Land ist, desto weniger Kinder bekommen die Menschen dort. Und da haben wir halt Länder, die sind momentan auf dem Weg dahin, aber bis die das erreicht haben, müssten halt eigentlich nur sehr, sehr viele Kinder gezeugt werden. Und das ist halt natürlich ein bisschen problematisch. Muss man halt überlegen, wie man damit umgeht. Das muss man auch tatsächlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil wenn man mal bedenkt, wir hatten es neulich mal auf dem Discord über CO2-Ausstoß, würden halt die Inder und die Chinesen so leben wie die Amerikaner, da hätten wir ein Problem. Dann hätten wir nämlich unsere 1,5 Grad wahrscheinlich in zwei Jahren erreicht, weil der Pro-Kopf-Ausstoß ist von, also man schimpft ja immer auf die Asiaten, wie schlimm die sind mit der Umweltverpestung und so. Ja, da geht auf jeden Fall mehr, aber was Pro-Kopf betrifft, sind wir halt viel, viel schlimmer. Und das muss man halt immer ein bisschen berücksichtigen. Also ich bin zum Beispiel auch, kritisieren ja viele, dass bei genetisch verändertem Essen und so weiter, dass man da ja nicht weiß, was passiert und so weiter und so fort. Ich denke mal halt so, die Menschheit steuert eher auf eine Riesenkatastrophe zu. Da kann man eben dieses eine Risiko auch noch eingehen, und wenn das Zeug gut getestet ist, dann, und wir können
irgendwelches Korn oder so anpflanzen oder Weizen, keine Ahnung was. Und wir können dafür sorgen, dass es zum Beispiel in der Wüste wächst. Und zwar sehr ertragreich. Warum sollten wir das nicht tun? Also wir werden da früher oder später nicht dran vorbeikommen. Wenn man immer berücksichtigt, wie viele Leute wir auf der Erde haben. Ja, das ist auch immer, wenn man sich überlegt, okay, wenn man jetzt selber überlegt, okay, fliege ich in Urlaub? Ja, nein, wegen Umwelt und so weiter. Ich finde, da sollte man immer so ein bisschen berücksichtigen, okay, wenn sich jetzt alle Menschen auf der Welt so verhalten würden wie ich, dann dürfte man quasi gar nichts mehr tun, klar, aber muss man sich immer ein bisschen vor Augen führen, was das eigentlich bedeuten würde. Deswegen finde ich den Umgang mit so Entwicklungsländern auch sehr, sehr schwierig. Weil klar, die müssen sich entwickeln, so wie wir auch. Und die sollten sich am besten eigentlich sehr schnell entwickeln. Also keine Kohlekraftwerke, sondern direkt die Atomkraftwerke so ungefähr und dann eben sehr zügig zu einer Erneuerbaren. Aber es ist halt sehr, sehr schwer umsetzbar. Wir sind auf Pause. Ah, verdammt. Feier eine Party an dem Tag, in dem Paradox es im Griff hat. Dass es automatisch weitergeht, wenn alle aufgeholt haben oder so. Na, ich habe jetzt mal eine, wie nenne ich das denn? Meine riesige Menschenwand jedenfalls hinter der Front nochmal gebaut. Das heißt, wenn die nochmal da durchbrechen, habe ich nochmal ordentlich Männer dahinter stehen. Ich kann Stahlwerk bauen, wunderbar. Gib mir 23 Stahl, das ist sehr schön. Aber das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viele Männer. Dinge, die der Russe niemals sagt. Jetzt die haben kein Essen mehr, das ist ja auch schlecht. Ich kümmere mich doch um meine Menschen. Gehen wir die nochmal hier zurück nach Moskau. Ich werde auch, glaube ich, meine internen Probleme niemals los. Und solange habe ich auch eine niedrige Stabilität. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Was haben wir denn? Jetzt kann ich die Landbefestigung bauen. Ich weiß ja noch nicht, was mir das hier bringt. Ich mache ein bisschen Baugeschwindigkeit. Okay, der türkisch-kommunistischen Partei. Also, das könnte halt was Cooles sein. Naja, probieren wir es mal aus. Schlecht wird es auf jeden Fall nicht sein. So. Könnte ich sonst irgendwas machen? Eigentlich nicht. Okay. Ich habe noch nie eine Aussage von dir zu diesem Thema gehört. Was sagst du dazu, dass Frauen für die gleiche Menge Arbeit weniger Geld bekommen? Ja, das hat sehr, sehr viele Gründe. Also erstmal muss man dann natürlich immer den Bereinigten nehmen. Also Frauen in selben Unternehmen, selbe Abteilung, selbe Arbeit verdienen natürlich weniger, aber nicht diese 21%, die immer gesagt wird. Wobei die sind nochmal ein ganz anderes Thema. Da ist mal die Frage, wo man dann ansetzen möchte. Also ich habe da tatsächlich schon viel mit Leuten eben geredet. Gerade wenn ich mit Alina geredet habe und ihren Freundinnen da. Die haben dann halt öfters mal gesagt, dass man Frauen halt prinzipiell weniger zutraut. Und das führt einfach dazu, dass Frauen tendenziell eher dazu tendieren, geringere Gehaltsvorstellungen zu haben, weniger hart in Verhandlungsgespräche reinzugehen. Man hat das auf jeden Fall das Problem, das real existierende Problem, das man auch benennen darf, das man aber auch lösen sollte dann auch, dass eben Frauen schwanger werden und dann ausfallen, was sie eher ungeeignet macht für den Posten einer Unternehmensführerin von einem Unternehmen, das gerade ganz, ganz dringend eine sehr gute Führung braucht. Wobei, da man echt sagen sollte, gut, vielleicht sollte man dann aber gesamt an der Gesellschaft daran arbeiten, dass wenn ein Paar ein Kind bekommt, dass sie das auch gemeinsam großziehen, dass der Mann mal zu Hause bleibt, vielleicht auch mal die Frau, oder dass die Unternehmen da generell ein bisschen flexibler werden. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich glaube, wir können nicht einfach sagen, gut, die Frauen sollen jetzt so viel verdienen wie der Mann, weil da hängen ganz, ganz, ganz viele Probleme dran, die man aber lösen sollte. Also damit sage ich nicht, man soll sie nicht lösen. Ich finde, es ist nur sehr kompliziert zu lösen. Vor allem ist es problematisch daran, dass es halt viel in den Köpfen der Menschen ist. Also gerade bei Alina, als die dann gesagt hat, sie will da Mathe studieren, beziehungsweise nicht mal
bei ihr war es nicht mehr so krass, aber eine Freundin von mir, die dann aufs technische Gymnasium wollte und dann auch irgendwas sehr Technisches studieren wollte, da jetzt auch ein duales Studium gemacht hat und alles. Und da haben die Lehrer halt immer reagiert, so auf der, willst du es halt wirklich machen? Und wenn du halt als Frau sagst, du willst jetzt Ingenieurin werden und die sagen ständig Leute, du willst es wirklich machen, dann muss man ja, wenn man es gesamtgesellschaftlich anschaut, sagen, dass es dann halt tendenziell welche gibt, die abspringen. Und wenn die abspringen, dann haben sie später einen Job, wo sie halt weniger verdienen, als wenn sie einen Ingenieurjob ausgeübt hätten. Und das führt dann eben dazu, dass Frauen tendenziell weniger verdienen. Also tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung, die man aber den Leuten eher aus den Köpfen bringen muss. Also ich glaube nicht, dass man damit Gesetzen ran kann. Also man kann es versuchen, aber Problem endgültig lösen kann man erst, wenn eben das in den Köpfen der Leute angekommen ist, dass eben Frauen tatsächlich auch Dinge tun können. So. Logistik brauche ich nicht. Du musst mal nach Briten gucken und dann siehst du die gesamten Bomber, die da nach Frankreich fliegen. Ah, 1158 Bomber. Cool, cool, cool. Bei mir ist gerade eine richtig geile Animation, wie die alle über Paris fliegen. Nee, ich sehe nicht alle. Bei mir fliegen sie gerade zurück. Okay. Schade, schade. Rein theoretisch kann man Entwicklungsländer mit sehr viel Geld ja gefühlt ins 23. Jahrhundert schicken, aber halt nur theoretisch. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ah, jetzt sehe ich die Bombe auch. Oh, das sieht ja schön aus. Ich muss halt auch immer sagen, irgendwann mal ist halt Schluss. Also man kann natürlich Geld so wo reinpumpen. Aber die Frage ist, was halt daraus geschieht. So, man kann ihnen jetzt eine Autobahn bauen. Und man kann ihnen da Strom hinbauen. Und man kann denen Kredite geben für Unternehmen und so weiter. Was man auch definitiv tun sollte, aber die Frage ist halt, ob man, ich sage jetzt mal, hätten wir rein theoretisch unendlich viel Geld, das wir da reinstecken können, oder halt eine sehr, 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 sehr große Summe, ist halt immer noch fraglich, ob das tatsächlich dazu führen würde, dass, das sieht richtig geil aus, die machen ja alles kaputt. Ja, auf jeden Fall, glaube ich nicht, dass man auch mit unendlich viel Geld das jetzt von heute auf morgen reparieren könnte, da ist eben auch wieder mit den Köpfen der Leute. Wenn da halt noch irgendwelche Clan- oder Familienstrukturen vorhanden sind, dann wird es halt schwierig. Dann werdet ihr da kein, ich sag mal, in unserem Sinne klassisches, kapitalistisches Land draus machen können, das auf Wachstum und Wohlstand und so weiter aufgebaut ist. So. Und ja, zu Biot Schnabel, ich denke mal, eigentlich hat sie da mitbekommen, aber ich erwähne es dann hier doch nochmal. Also Alina und ich haben uns ja bekanntermaßen getrennt, also werde ich kaum Ärger von ihr bekommen. Andererseits sehe ich sie mehr als zu der Zeit, dass wir noch zusammen waren, also werde ich wahrscheinlich trotzdem Ärger von ihr bekommen. Aber ja, nee, ich bin da ja... Bin ja nicht so, dass ich sage, gut, Alina hat mir jetzt eingetrichtert, ich muss das so denken, sondern ich habe eben mit sehr, sehr vielen Leuten geredet und bin eben zum Ergebnis gekommen, dass das durchaus alles sinnvoll ist. Übrigens, ich greife Polen da ein bisschen an. Wo denn? Ach, da. Ja, aber ich glaube, da hältst du ja keine Chance. Ohne ja, Panzer kommt man da nicht durch. Genau, Infanterie ist kein Problem. Wenn Panzer da sind, dann. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du hier mal einen Verteidigungsring siehst. Schau mal. Ich habe dahinter jetzt mal so ein paar. Ah, okay. Truppen auch hingestellt, die dann das Ganze noch ein bisschen verlangsamen sollen. Streiks, was ist das jetzt? In den letzten Tagen ist die Produktion in mehreren Fabriken fast zum Erliegen gekommen, da die Arbeiter einen Streik. Oh mein Gott. Du hast auch nur 19% Stabilität. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja, ich balle jetzt die Punkte raus und hoffe, dass alles gut läuft. Wenn nicht, habe ich gleich ein Problem. Und irgendwer leckt da richtig hart hinterher. Ich hoffe jetzt, dass bei diesem Streik was Gescheites bei rauskommt. Ich weiß halt auch nicht, wie ich die Stabilität steigern soll. Du kannst sie mit diesen Entscheidungen da mit verbessern. Der Arbeiter, das mache ich schon die ganze Zeit, aber irgendwie passiert trotzdem nichts. Also nicht nur irgendwie einen schlechten Modifier oder sowas? Naja, aber ja, wobei kann schon sein, dass es immer nicht so weit hoch geht.
Ich habe jetzt bestimmt schon 10, 20 Mal diesen Bonus gemacht, der mir wöchentlich 2,5% drauf gibt. Also da müsste ich ja inzwischen einen recht hohen Wert haben. Wo sehe ich denn meine Basisstabilität? Finde ich halt ein bisschen komisch. Gibt es nicht den Wert Basisstabilität? Doch. Aber ich sehe den irgendwie nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich meine, den gibt es eigentlich. Ja, eben, weil der Basisstabilitätswert wird ja eigentlich durch dieses, durch das, was ich hier die ganze Trigger erhöht, aber da steht nicht mal einer. Bisschen komisch, weil dann müsste ja mein Basisstabilitätswert bei 0 liegen oder so. Wir sind auf Speed 1. Ja, ja. Wir sind auf 2 oben. Wenn die Polen mit den Deutschen in Moskau zu Beethoven tanzen, ist irgendwas im Universum schiefgelaufen. Ja, die sind nicht in Moskau. Ja, ja, Moskau ist schon weit weg. Moskau ist auch gesichert. Stimmt, da kann ich die Truppen auch ordentlich hinstellen. Ich stelle jeden einzelnen sowjetischen Mann, Frau, Kind vor Moskau. Sehr gut. Für die Gleichberechtigung. Genau. Gott, ich habe meinen Mitbewohner, der hat so gefühlt alle 3 Monate einmal den Bader-Meinhof-Komplex angeguckt und den gibt es wohl jetzt auf Netflix ab dem 1. Dezember. Das heißt, der wird ihn noch öfters angucken. Okay, ist eigentlich sonst irgendwas auf der Welt passiert, wenn ich mal so drüber nachdenke. Inzwischen ein katholisches Mexiko. Ein faschistisches Mexiko, das mit den Alliierten alliiert ist, auch interessant. Und gegen die anderen Faschisten im Krieg. Die katholisch-faschistischen Mexikaner, alles klar. Sehr gut. Ich fällt mir gerade ein, ich freue mich übertrieben auf meine Pizza, weil das ist eine richtig coole Entwicklung. Mein Halbbruder, der guckt immer mit meiner Oma Aktenzeichen XY an. Immer mittwochs. Da gibt es immer Pizza. Aber die gibt es immer erst um 19 Uhr und da streame ich ja bereits. Das heißt, es gibt immer keine Pizza für mich. Aber die holen mir natürlich trotzdem eine, sind ja nett. Und das heißt für mich, dass ich Pizza bekomme immer am Ende meines Heu-Livestreams. Das ist sehr schön. Ah. Ich sehe gerade eben, dass Shanks und Black Ghost zu Persona non grata erklärt wurden. Ups, da ist jemand mad. Von wem denn? Von Tim. Ah, finde ich gut. Ich baue jetzt mal die bessere Artillerie, das ist, glaube ich, sinnvoll. Dann kann ich hier Fließbandproduktion machen. Niemand hat Absicht, eine Mauer zu bauen. 2 Monate später. Wir stellen einen Kinderfrauenwall vor Moskau. Und dann haben wir ja, dann haben wir ja keine Mauer gebaut. Die hat sich halt irgendwie so gebildet. Ich finde es echt tragisch, dass wir nicht mal auf 2 spielen können. Das sind einfach stolze Kommunisten, die ihre Heimat verteidigen wollen. Haben die Streiks jetzt eigentlich besänftigt oder nicht? Bis jetzt hast du sie noch, aber da kommt, ich glaube, bei Entscheidungen siehst du ganz oben so einen Timer abticken. Was gegen die Streikkrise unternehmen. Genau, das sollte eigentlich vorher schon mit einem Event weggehen. Ja. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, dann passiert, glaube ich, gar nichts. Na gut. Was sagst du, dass Frauen in der Bundesrepublik Deutschland per Gesetz nicht zum Kriegsdienst gezwungen werden dürfen, also selbst im Kriegsfall nicht? Es macht ja durchaus schon Sinn, dass ein gewisser Prozentteil der Bevölkerung nicht zum Kriegsdienst gezwungen wird. Also da hatten wir es doch neulich mal drüber. Selbst in den hochgerüstetsten Phasen eines Staates kämpfen halt meistens so 2% der Bevölkerung. Also die tatsächlich aktiv an der Front kämpfen. Allein deswegen, weil du halt 20 Leute brauchst, um einen Soldaten wirklich mit allem zu versorgen, was er braucht. Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, es ist in gewisser Art und Weise irgendwie sexistisch, dass man die Grenze da beim Geschlecht zieht. Vermutlich können wir vielleicht mal drüber diskutieren, aber wenn Frauen an die Front wollen, das ist ja der Punkt, wenn sie wollen, dann dürfen sie ja. Und es ist ja auch so, dass Frauen trotzdem zum Kriegsdienst gezogen werden, eingezogen werden, nur halt nicht
an der Waffe, sondern die müssen halt als Krankenschwester oder die müssen in die Fabrik, müssen da eben arbeiten und so weiter und so fort. Also sie leisten im Kriegsfall ja auch ihren Teil zum Krieg und können dazu gezwungen werden. Also die sind ja nicht komplett fein raus. Los Polen für das alekianische Vaterland. Ja, irgendwie wirklich vorwärts geht's hier nicht. Ja, ich stelle mich halt hinter und baue meine Bunkerlinie wieder auf. Sehr gut. Und danach können wir mal gucken, was dann läuft. Aber ich habe halt auch nicht die Kapazitäten, um irgendwie vorzurücken. Weil wenn ich halt vorrücke, dann sind meine Division nicht mehr eingegraben und dann sterben sie halt. Okay, und wenn du mit gewissen Teilen vorrückst und vielleicht mal guckst, den einen oder anderen Kessel oder so. Aber ich könnte vielleicht mal eine Frontlinie ziehen. Dann könnte ich nämlich auch irgendwann mal angreifen. Bewegen die sich jetzt, oder? Oh, jetzt rennen die ja überall. Oh Gott, ob das gut geht, ey. Also wäre Shanks noch im gegnerischen Team, dann wärst du jetzt tot. Deswegen habe ich das mal noch nicht gemacht. Aber die Hälfte meiner Armee steht jetzt noch. Die andere bewegt sich jetzt irgendwo hin. Ich habe nur Angst, dass er jetzt gleich irgendwie angreift und... Ja. Weil die nicht eingreifen. Ah, mal gucken. Sagt dem Russen, er soll keine Bunker bauen. Ich er baue keine Bunker. Nur hier Bunker. Ja, und genau, er baut sie wieder auf. Also die sind schon da. Position. Weil da macht es Sinn, Bunker zu bauen. Weil wenn du keine Bunker baust, greift man dann nur im Flachland an. Und im Flachland gegen Panzer ohne Bunker bist du halt tot. Ich könnte mal versuchen, wenn du willst, dass ich meine Truppen, so ein paar meiner Elite-Einheiten, irgendwo hier hinbewege, um da so einen kleinen Kessel zu machen. Ja, man könnte halt theoretisch das hier so abschneiden hier, ne? Genau. Da sind sogar zwei deutsche Panzerdivisionen unten. Und da sind auch zwei von mir, die halt den Deutschen gegenüberstehen. Das Problem, ich habe noch Angst, wenn ich dir da jetzt... Also ich habe 11 Divisionen, die könnte ich auf da zwei Provinzen verteilen und dann eben gucken, dass ich einen Kessel bilde. Ja, guck halt nur, wegen Supply sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, dann probiere ich das mal hier, schicke die da mal hin. Jetzt macht meine 40er Einheit, die hat, glaube ich, von allem das Beste so ziemlich... Die kann man eigentlich nicht weiter upgraden. Also ich könnte vielleicht nochmal eine Artillerie mehr reinpacken anstatt eine Infanterie. War ich glaube ich auch. Ja, wir haben genügend Artillerie. Eine mehr geht. Ah, ich müsste dann gleich zwei mehr machen, fällt mir gerade immer auf. Ach komm, ein bisschen aufrüsten geht. Und nicht so viel Orga, aber... Der Deutsche ist schon auf Nachbedarf und hat nur noch 300.000 Mann. Oh, ja gut, dann müssen wir eigentlich nur rein und Action machen. Ja. Lang genug. Gut, ja, ich schicke jetzt mal meine Truppen zu dir. Jo, ich glaube, wir dauert nur eine Weile. Gründen, no, und dann... Ich schicke dann auch ein paar Panzer dahin. Von oben greifen wir an, oder wie? Ja, ich würde... So, okay. Soll ich dann von unten gleichzeitig, oder? Ja, das würde sich natürlich anbieten. Also ich muss nur gucken, ob ich dann da bei den Panzern da durchkomme. Ich guck mal, ja. Das ist ein Krieg, ist ein Stellungskrieg. Ja, das trifft es ganz gut. So, ich lasse den Part jetzt mal noch... Oh, guck mal. Ich sehe da was. Das sieht doch gut aus. Ja, die haben da jetzt auch ja eine Weile alles zerbombt. Schade, jetzt sehe ich nichts mehr. Ich finde es nur ein bisschen blöd, dass die Deutschen und die Italiener und sowas nicht im Krieg sind. Das wäre noch ein bisschen geiler. Strategische Verlegung benutzt. Meine Truppen werden schon strategisch verlegt. Es dauert halt trotzdem eine Weile, wenn man die ganze Zeit auf Pause ist. Jetzt ziehe ich die andere Frontlinie neu und ich hoffe, dass jetzt nichts schief geht. Das sieht gut aus. Und dann bin ich sogar bereit, um irgendwann mal eine Offensive zu starten, wenn sich eine Gelegenheit. Weil vorher waren die einfach nur ohne Befehl, standen die halt da, weil sie sich sonst immer bewegt haben. Das tun sie jetzt gleich eh wieder, das mag ich überhaupt nicht, aber. Ja, ich finde es auch mal schwierig, dass die KI dann alles umwirft. So, sie könnte ja. Ah, die Amis sind auch gelandet. Okay, das sieht ziemlich ripp aus für Frankreich.
Ja, sie müssen halt nur. Jetzt können sie noch zurückgeschlagen werden. Wenn sie da jetzt so bis Paris verrückt, dann war es das. Mhm. Ah, sie versuchen extra die Provinz freizulassen, dass sie keine Grenze zum Deutschen haben. Ups, dass der da quasi nicht einmarschieren kann. Glaube ich zumindest. Wenn sie schlau sind, machen sie das. Ah, das sieht ein bisschen aus, als ob sie zum Teil zurückgedrängt werden. Ne, der Deutsche hat ja Military Access, die können ja ganz normal angreifen, das wird eigentlich genau. Ah, okay. Es ist so nervig, dass die USA und Frankreich quasi genau gleich aussehen. Ich dachte immer, ich hätte einen Attaché beim Amerikaner, wieso sehe ich so wenig? Auch ein Attaché beim Amerikaner, naja. Könnte sein, dass es ja vielleicht nicht mehr irgendwie... Dass du den irgendwann zurückrufen hast oder so? Nee, der ist noch dort. Der greift dich auch gerade wieder an, aber halt mit Infanterieeinheiten, der kommt doch nicht weit. Ja. Alter, die Truppen brauchen ja noch 100 Jahre, bis sie dort sind. Wie viel motorisierst du jetzt eigentlich? 63 mehr als ich brauche. Okay, produzierst du genug oder brauchst du noch was? Ja, ich produziere nicht so viel. Okay, aber es reicht erstmal, weil ich habe ja nur eine einzige Division damit ausgestattet. Okay. Ich würde ganz gerne noch eine zweite bauen, aber es dauert lange. Ja, dann lasse ich das so, ja. Ja. Ich bin inzwischen zu viel Infanterie, ich müsste mal Produktion irgendwie umstellen. Andererseits habe ich zu viel meiner alten Infanterie, also passt das schon alles so. Ich werde Waffe das ist Waffe. Ja, richtig. Vor allem als Sozialist, da ist ja egal. Sollen froh sein, dass sie überhaupt eine Waffe haben. Das stimmt. Halt wieder so ein. Ah, ich dachte gerade, mein Spiel war abgeschlossen. Habe ich halt wieder mit so einem Meme gesehen. Ja, nee, also Briten genau, nee, ohne Artillerieunterstützung und Luftdeckung aus der Luft greifen wir nicht an. So die Russen. Wir haben keine Waffe für dich. Hier eine Schaufel. Ja, ja. Die Schaufel ist auch sehr effektiv. Ja, aber hallo Louis W., falls ich ihn noch nicht begrüßt habe. Da ist ja jemand im Channel gerade gejoint bei uns. Ja, das ist Julian. Hallo Julian. Warum hat man hier eigentlich denn nicht die Rechte zu reden? Ja, das... Das im Sozialismus gibt es keine Meinungsfreiheit. Zeigen, dass es besser ist, wenn man hier nicht reden kann. Ja, Meinungsfreiheit, wo kämen wir dann auch hin? Also ja, eben. Ich habe es ja neulich gesagt, wenn hier jeder wählen dürfte und seine Meinung äußern dürfte, wo kämen wir denn da auf den Discord hin? Ich würde sagen, Diktatur der Mehrheit. Nee, das passt schon so, wie es ist. Diktatur der Minderheit ist ja lieber. Ja. Hat besser funktioniert in der Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall würde ich jetzt joinen. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ja, okay, welches Land spielst du? Ist das Japan. Ist das abgeklärt mit denen? Weil wir haben jetzt ja, wir haben schon das letzte Mal zusammen gespielt. Wir spielen jetzt wieder zusammen. Okay, dann beende ich jetzt den Part, dann kannst du hot joinen. Okay, wunderbar. Genau. Dann tschüss, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Part. Genau, also dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.